Spiel lieber. Aber mir ist es ehrlich gesagt einfach ein bisschen ein Stück halt zu groß. Das ist. Manchmal ist es schon ein bisschen ein Geficke. Muss ich schon sagen. So, da holen wir sie jetzt wieder ein bisschen Platz daher. Ja. Splittergranaten würde ich schon gerne aufheben. So, die Kampflinte hat mich megamäßig enttäuscht. Die gebe ich sofort weg. Was hast du denn da sonst Neues? Rüstung mäßig. Das gebe ich auch noch weg. Fix. Das gebe ich auch weg. Behalte ich lieber noch ein paar Sachen. Ja. Gewehrs, Holos, Notizen. Schrott? Ja. Ja, bist du deppert. Da geht was einiges weiter, Alter. Bist du wahnsinnig. Fusion kann ich mir gern. Ja, Raketen kannst du lassen. Was hast denn du sonst noch so am Start? Notizen, Holos, diverse Hilfsmittel. Habe ich irgendwas Interessantes gelagert? Irgendwas, was mich vielleicht interessieren könnte, was vielleicht sogar super ist. Powerrüstung ist mir ehrlich gesagt eher mir ein bisschen egaler. Kampfrüstung. Ah, okay, das ist Stufe 40. Ich glaube, da werde ich noch ein bisschen brauchen mit Stufe 40. Raketenwerfer Stufe 20. Immer was Nices. Oh, das nehme ich mit. Safe. 35 geht leider nicht. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein, aber passt. Das ist super. Wenigstens haben wir das gehabt. Schlüssel erforderlich. Das kann ich nicht zufällig mitnehmen. Aber von der Bruderschaft. Wie nett. Kann ich da überhaupt rein? Ah, kann ich eh rein. Wird eh sicher später irgendwann einmal wieder was verlangt von mir. Fix. Dass sich der Bruderschaft anschließt oder irgendwas in der Richtung. Aber ich hätte mal gesagt gehabt, einfach mal abwarten. Das Einzige, was ich wieder schade fand, ist ein CGI-Trailer. Come on, komm, ganz ehrlich. CGI-Trailer ist schon was Feines, ist schon was Geiles, aber das hat mich megamäßig enttäuscht. Die machen da so einen Wirbel drum. Ja, Ankündigung, Assassin's Creed, Shadows, dies, das, jenes. Und dann kriege ich einen CGI-Trailer. CGI-Trailer kannst du machen kurz vor Release. Aber ich will Gameplay sehen. Ich will sehen, wie sich der Charakter sich bewegt. Ich will wissen, wie groß der Unterschied ist. Weil es gibt ja auch quasi Fähigkeitsbaum, der was auch wieder unterschiedlich ist zwischen männlich und weiblich. Du kannst anscheinend, glaube ich, hin und her switchen, wie in Syndicate. Finde ich ja auch leiwand. Man muss aber auch wieder dazu sagen, es ist ja auch von den Machern von Syndicate und Odyssey, also gerade von Odyssey, da erwarte ich mir wieder ein richtig, richtig gutes Assassin's Creed. Noch zusätzlich. Weil Odyssey war schon sehr, sehr gut. Von den Dialogen her und alles drum und dran. Aber derweil haben sie noch nichts gesagt über Dialoge. Und das schmerzt noch ein bisschen. Das schmerzt noch ein bisschen, dass ich derweil noch nichts gesehen habe. Irgendwas in Richtung Dialoge oder sonst was. Weil ich erwarte mir, dass ich da was richtig, richtig Heftiges kriege. Von den Dialogen. Vielleicht auch wieder irgendwas in Richtung, dass ich selbst entscheiden dürfte. Wäre halt richtig geil. Mit den Entscheidungen, wo das dann vielleicht sogar noch Auswirkungen auf meinen Charakter haben könnte. Also das würde ich so dermaßen feiern. Ich würde so dermaßen feiern, wenn das wenigstens auch Auswirkungen haben könnte dann auf meinen Charakter. Beziehungsweise auf die Handlungen und was du nicht noch so alles tust im Game. Raider Deep, super. Jetzt kann ich den anderen zerfetzen, den Haverer. Gib ihm, Bulli, gib ihm! Hilfe! Das war aber eher mehr so ein Kind des Atoms, würde ich jetzt mal sagen. Alter, da kommt jetzt aber auch wirklich alles daher. Da kommt gefühlt aber wirklich alles daher jetzt. Am Wendigo! Bist deppert geil. Schau dir den an, den Hübschen. Schau dir den an, den Hübschen, oder richtig geil, sexy. Ich ficke dich. Da, komm her. Nimm mal wieder so ein Spritzen. Ist besser. Ist das aufgespritzt da. Und jetzt. Aber ja, gönn dir. Sonst sind wir's. Ich weiß, ich muss zwar Munition sparen, aber so habe ich mir das nicht erwartet.
Da, nimm da ein bisschen was. Irgendwas jedenfalls zumindest. Alte Pfeifen. Und bist hey. Oh, bist du deppert, der braucht eine halbe Stunde zum Nachladen. Oh, eine Schatzkarte. Mit Genesung. Ist alles irgendwie möglich. Alles ist möglich eigentlich im Prinzip. Ich bin wirklich gespannt. Ah, Gesinnung. Ah, okay. Ja, ich bin gespannt. Ich bin definitiv gespannt. Ich will mich jetzt irgendwie auch nicht zu sehr hypen lassen. Aber, ja. Moral, Mortal? Oder besser gesagt, weil du jetzt gerade trotzdem jetzt bei dem Thema bist, weil ich jetzt gesagt habe, Moralsystem wäre halt richtig, richtig geil. Wo du dann auch wirklich so auch ein paar Auswirkungen haben könntest, ob du dann ein guter Assassine bist oder dann doch so ein böser Assassine. Das sind schon so Kleinigkeiten, die machen schon extrem viel aus, finde ich persönlich. Das sind nur so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, so okay, aber kann sich so richtig geil auswirken. Und das würde ich richtig stark feiern, wenn die da vielleicht einmal endlich mal in so eine Richtung auch noch zusätzlich gehen. Weil andere Spiele schaffen es auch, selbst vom Hause Ubisoft, manche Spiele schaffen das. Wieso schafft es dann Assassin's Creed nicht, so ein richtig geiles Moralsystem? Weil nur weil du Assassine bist, kannst du ja trotzdem ein Arschloch sein, weißt du was ich meine? Würde ich auch definitiv sehr, sehr stark feiern, wenn man vielleicht einmal in die Richtung geht. Weil man kann, wenn man will, das Ganze auf eine gewisse Art und Weise revolutionieren. In Sachen Assassin's Creed in der Hinsicht. Aufklärungsbericht. Knappe Schulz von der Bruderschaft. In diesem alten Antiquitätenladen gab es jede Menge gute Ausrüstung. Hinten im Schuppen habe ich Waffen und Munition verstaut. Die Ergebnisse der Beutezüge nach Watoga sind gemischt. Überall sind Roboter. Und man weiß nie, wann ein Geschützturm aus seinem Versteck herausschießt und die Gegend mit Blei- oder Laserfeuer eindeckt. Ich hätte beim Training besser aufpassen sollen. Beim Training, Alter. Alles an hier, Alter. Die Steppert. Schade, das schaut irgendwie wichtig aus. Das hätte ich gerne mitgenommen. Ah, es ist... Ich habe so das Gefühl, dass es einfach wieder im Prinzip ein Assassin's Creed Valhalla 2.0 wird. Nur im Setting von Shadows, also in Japan-Stil. Vielleicht fangen sie noch den ein oder anderen guten Moment an. Ich hoffe, dass sie vielleicht endlich mal wieder in Richtung Assassine noch wirklich gehen. Dass du auch wirklich so sagst, so bisteppert. Jetzt habe ich wirklich so dieses Gefühl einmal wieder, dass ich wirklich ein Assassin's Creed Spiel auch wirklich spiele. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Und ich bin einfach gespannt. Ich bin einfach definitiv gespannt. Okay. Ich glaube, mein erster Schuss hier, oder? Bisteppert. Nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Ja, wie viel kosten jetzt aktuell? Ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist noch nicht wirklich noch immer so dieses, wo ich sag so, boah. Umso mehr ich drüber nachdenke, danke für den Follower, servus Christi, überlege ich so meiner Meinung nach, ist es wirklich auf eine gewisse Art und Weise gut oder schlecht? Ich sag's mal so, Gameplay, wenn es Richtung Kampf geht, war scheiße. War wirklich nicht leiwand. Ja, ich weiß, der Fokus war eher mehr so auf Stealth und alles drum und dran. Servus Christi, alles klar, alles belebt, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. War eher mehr so auf Stealth und so alles angelehnt. Fand ich gut, der Ansatz, dass du mehr wieder dieses Stealth-mäßige angehst. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du zum Beispiel dann wieder so deine 4-5 Insta-Kills machen konntest, war das Spiel dann wieder sogar teilweise ein bisschen zu einfach in der Hinsicht, finde ich persönlich. Es war mir dann wirklich ein bisschen zu einfach, weil du hast eigentlich quasi nur darauf geachtet, dass der Balken voll war. Wenn er nicht voll war, hast du einfach ein bisschen geschaut gehabt, dass du heimlich agierst, hast den einen oder anderen heimlich abgestochen und das war's eigentlich im Prinzip.
Also jetzt nicht irgendwas Weltbewegendes oder sonst was. Aber wenn es dann mal im Kampf bist, das war nicht gut. Das war kein gutes Kampfsystem. Da hast du sogar in Assassin's Creed 1 ein besseres Kampfsystem gehabt. Das fand ich wirklich nicht gut. Und ich finde, sie haben mich zum Beispiel ein bisschen zu sehr gehypt mit der Geschichte. Indem du gesagt gekriegt hast, ja, du lernst die Geschichte von Basim und alles drum und dran. Naja, da kann ich ja wieder nicht gescheit hupfen, der Volltrottel. Opa, geht sich das aus? Na Gott sei Dank. Ich lerne die Geschichte von Basim, wie er von quasi von seiner Origin-Geschichte nach Valhalla gekommen ist. Bullshit. Bullshit. Wirklich Bullshit. Ich sag dir ganz ehrlich, die ersten 5 Stunden des Games, weil das einmal wieder dieses Feeling von Assassin's Creed war, dieses Oldschool Assassin's Creed, wo es wirklich um die Assassinen gegen Templer geht. Na, natürlich muss da mal wieder irgendein Familienmitglied oder sonst was sterben, das ist Klassiker, das ist das ist einfach Klassiker, irgendeiner muss immer sterben. Aber ich fand es trotzdem schon mal wieder geil, dass sie mehr diesen Fokus auf das gesetzt haben, das fand ich richtig, richtig gut. Dass die Welt war nicht zu groß, auch nicht zu klein. Man muss aber dennoch sagen, dass die älteren Teile, wie Unity oder sonst was, mehr NPCs gehabt haben. Also ich fand das ein bisschen schade sogar. Ich fand das wirklich ein bisschen schade. Es hat sich eher so angefühlt wie, ich werde jetzt nicht sagen wie tote Hose, das jetzt definitiv nicht. Aber es war schon irgendwie wenig los, wenig NPCs, wenn du so diesen Vorher-Nachher-Vergleich hast mit Unity oder so. In Unity ist ja wirklich voll geballert mit NPCs. Da hast du auch wirklich so dieses Gefühl, dass du in einer Stadt bist, wo wirklich was los ist. Und in Mirage, ja, du hast halt dieses Feeling, du kommst aber in der Stadt irgendwie nicht wirklich an. Du kommst irgendwie nicht wirklich gescheit an. Du hast so irgendwie nicht so dieses Gefühl von, ah, die Ecke kenne ich, die Ecke kenne ich, die Ecke kenne ich, die Ecke kenne ich, da war ich schon einmal. Ah, ich kenne mich aus wie in jedem Winkel, in jeder Seitengasse. So ein paar bedeutende Bereiche. Wenn ich mir so anschaue, wie, hört sich zwar so deppert an, aber jetzt wie Brotherhood, oder in Revelations oder in Assassin's Creed 2 sind halt immer diese depperten Beispiele halt quasi. Aber es ist halt. Oh, die Waffe ist für den Arsch. Alles klar. Warte mal, Schwierig, bevor du mir abfackelst. Munition schaut ein bisschen schlecht aus. Die depperte fackelt mir, oder Haberer? Der Mr. Handy ist nicht so leimend. Lauf, Haberer. Gib da irgendeinen Scheißdreck. Gib da einen Ruck. Bin ich gleich hier, oder? Bin gleich abgefackelt, oder? Steppert. Uiuiuiui. Der wird es aber auch wissen, der Hapsche. Wird es aber auch unbedingt wissen. Trostlos wäre ein schlechtes Wort. Trostlos würde ich nicht sagen. Das ist, so könnte ich das nicht unterschreiben. Es fühlt sich eher mehr so. Die Orte sind eher vergesslich. Ja, so kann man es, glaube ich, am besten sagen. Formulieren. Ja. Oh ja, ich glaube, so kann man es am besten formulieren. Die Orte sind sehr, sehr schnell vergesslich. Es ist halt ein scheiß Beispiel. Zum Beispiel, dass du halt sagst, im Brotherhood das Kolosseum und das und das und das. Aber ich finde halt so, das sind so Orte gewesen, wo du sagst so, wow, geil, du stellst dich so hin mit Ezio und schaust es an, denkst einfach nur so, geil, da will ich selbst einmal hinfliegen oder irgendwas in der Richtung. Und im Mirage fühlt sich das irgendwie nicht so an. Es fühlt sich komisch an in der Hinsicht. Es fühlt sich irgendwie, ich sage jetzt nicht, es fühlt sich falsch an, das wär natürlich gelogen, aber es fühlt sich nicht so an, wie würde ich sagen, so, boah, da will ich unbedingt hinreisen. Wenn man das irgendwie so nachvollziehen kann, ich weiß nicht. Für mich war das immer so dieses Gefühl von Assassin's Creed, auch anfangs, ich möchte dort einmal hinfliegen, ich möchte das selbst gesehen haben, ich möchte selbst einmal in Venedig gewesen sein oder in Rom oder sonst was. Da dieses Gefühl, das
Oder in Paris in Unity. Dieses Gefühl kriege ich immer wieder in den alten Teil, dass ich selbst einmal dort sein möchte. Und da kriege ich es irgendwie nicht so, dieses Gefühl. Vielleicht liegt es am Land selbst, das glaube ich eher weniger. Dass ich jetzt sage, so, ich bin jetzt dann halt so auf die Pakistaner und alles drum und dran, was weiß ich. Da kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus. Aber das war jetzt einmal nur so ein kleines Beispiel. Das, glaube ich, liegt sehr weniger. Sondern einfach so, dass mich das Land einfach vielleicht auch nicht so wirklich interessiert in der Hinsicht. Das ist ja das Setting. Hört sich vielleicht ein bisschen extrem an. Oder Organ. Oder vielleicht so sagt der eine so, oder wie kannst du nur? Kann vielleicht jetzt auch möglich sein, dass ich jetzt ein bisschen zu extrem war jetzt in der Hinsicht. Aber ich finde halt einfach, dass mich das Land einfach zu wenig interessiert. Und deshalb wieder in Shadows Japan. Egal ob früher oder Jetztzeit. Japan ist eine richtig geile Stadt. London auch richtig geil. Früher oder heute. Richtig geiles Setting, mit dem du extrem viel anfangen kannst. Und ich glaube, da ist es dann wieder so dieses... Wenn du wieder Shadows siehst, hoffe ich halt zumindest, dass du wieder dieses Gefühl kriegst von, ich möchte selbst dorthin reisen. Wäre geil. Würde ich, ich hoffe es einmal zumindest, dass ich mehr wieder dieses Gefühl kriege von, ich erkenne diese Ecke, ich war schon einmal in der Ecke, ich hoffe nur, dass sie das nicht zu extrem machen. Mit diesem ganzen, du musst halt alles selbst erkunden. Das hoffe ich jedenfalls nicht, weil das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen, würde ich ein bisschen schade finden, wenn sie dann, weil du hast ja immer quasi früher immer zwei verschiedene Sachen gehabt. Du hast ja entweder das aussuchen können, den normalen Modus und diesen Abenteuermodus. Da hat sich quasi jeder darüber gefreut. Du konntest entweder so spielen oder quasi so wie in Breath of the Wild, dass du sagst, du musst halt quasi alles selbst markieren und alles selbst finden. Finde ich leimend. Hoffe ich auch zumindest, dass du es einstellen kannst. Was aber sie dementiert haben. Sie haben gesagt, sie wollen das lieber so machen, dass du alles selbst finden musst. Und das finde ich schade. Und das kommt halt auch wieder zu dem Thema zurück, wie bei Watch Dogs, dass gewisse Missionen, also in Watch Dogs 2 in dem Fall, gewisse Missionen geiler waren als Nebenquests, wie die eigentliche Hauptstory. Und das würde ich halt ein bisschen sehr, sehr schade finden. Wenn du halt wirklich sagst, du musst wirklich jeden Scheißdreck finden und suchen und das und das und das. Ich bin da ehrlich gesagt auch nicht so derjenige. Wenn ich da jetzt... Ja, ich muss jetzt in dem Fall sagen Watch Dogs 2. Das ist aber das beste Beispiel. Das ist wirklich jetzt gerade in dem Fall das der beste Beispiel in der Hinsicht. Dass du alles quasi von selber suchen musstest. Oder du hattest... Boah, Gott sei Dank, so viel Munition. Hast du so einen Art Scanner-Modus gehabt, wo du quasi im Umkreis von ein paar Meter quasi die Sachen quasi auf der Karte dann markiert gekriegt hast. Hast du zum Beispiel nicht im Auto machen können. Was ich ehrlich gesagt noch beschissener fand, weil wieso kann ich den Scan-Modus quasi nicht im Auto machen, aber wenn ich herumlaufe wie ein Juxel dann schon? Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen sehr, sehr komisch und schade, weil gerade da wäre es natürlich am wichtigsten gewesen, weil wenn ich durch die Gegend fahre und alles drum und dran, kann ich, glaube ich, das am meisten dadurch entdecken. Ich fahre durch und er scannt und er findet und findet und findet. Oder du bist halt quasi gefühlt wirklich so 2 Meter davor und dann findet er den Scheißdreck. Kann auch sein, dass sie es mittlerweile gepatcht haben. Glaube ich aber vielleicht sogar eher weniger, müsste ich, glaube ich, ehrlich gesagt gestehen. Weil ich habe es relativ lang gesucht, ich habe es komplett durchgespielt gehabt. Ich habe aber nicht 100% erreicht, weil ich halt einfach durch diese Nebenquests nicht alles immer wieder gefunden habe, weil immer wieder irgendwas versteckt war. Weil du bist da wirklich die ganze Zeit in der ganzen Welt da nur am Suchen. Und ich habe so das Gefühl gekriegt, und das mag ich überhaupt nicht, dass ich etwas verpasse. Ich zahle 70, 80 Euro dafür, dass ich dann vielleicht die Hälfte sogar verpasst habe im Spiel. Das taugt mir überhaupt nicht. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Ja, ich weiß, man muss auch in der Hinsicht vielleicht so ein bisschen erkundungsfreudiger sein. Aber wenn ich halt quasi Titel kriege,
Wie zum Beispiel ein Assassin's Creed, was von Anfang an so aufgebaut ist, wo mir alles quasi ins Gesicht geklatscht wird. Ah, da ist das, da ist das, da ist das. Dann erwarte ich mir aber auch irgendwie, dass das Spiel aber auch zukünftig genauso bleibt, beziehungsweise dass ich es optional so weiterkriege. Ich weiß, vielleicht muss man mit der Zeit in der Hinsicht mitgehen, kann ich definitiv nachvollziehen, dass man da vielleicht in der Hinsicht da vielleicht noch irgendwie was sagt. Aber dennoch, ich würde es ein bisschen schade finden, weil manchmal sind halt einfach diese geheimen Sachen die besten Sachen, die verstecktesten Sachen. Die sind dann vielleicht sogar geil, da hast du vielleicht sogar eine Art kleines Minispiel. Ja. Deppertes Beispiel, Ghost of Tsushima jetzt, die Bambus schneiden. Oder mir taugt das voll, mir taugt das voll. Das ist so eine Art wieder andere Herausforderung, die wir sonst eigentlich nie gekriegt haben. Bambus schneiden, hört sich zwar jetzt deppert an, aber mit die ganzen Knöpfchen drücken, dass du so schnell wie möglich bam 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 drücken musst, damit du quasi den Bambus schneidest. Das fand ich, ich fand's toll, ich fand's richtig mega, das war einfach mal so eine richtig geile, schöne Herausforderung, wo du sagst, es ist jetzt nicht komplett übertrieben, aber so... Du Depper, wie viele Bereiche gibt's da bitte? Ja, wir wollen definitiv unbedingt Beschwerde einreichen. Bitte, danke. Wo ich sagen muss, ist, so welche... So, sagen wir nicht ab, aber da stehe ich bis morgen nicht da, Alter. Bei den ganzen Sachen, da bist du deppert. Aber... Oh. Das ist anscheinend wieder ein anderer Terminal. Das ist anscheinend wieder was Wichtiges. Yay. Ich fand es halt einfach so geil, dass es mich auf eine gewisse Art und Weise herausgefordert hat. Ich fand es auch geil, dass du quasi, ich glaube, das war im unteren Gebiet, weil du hast ja unten, Mitte und oben hast du ja gehabt. Das DLC rechne ich jetzt einmal noch nicht mit ein, weil das DLC habe ich nicht wirklich gespielt, habe ich nur angezockt. Und muss sagen, ich fand es ehrlich gesagt sogar relativ geil in der Hinsicht, dass du quasi es immer schwieriger gekriegt hast. Umso weiter du raufgegangen bist, umso schwieriger war das. Oder diese 1 gegen 1 Duelle. Das sind so Kleinigkeiten, die was ich einfach so richtig geil finde in dem Game. In Ghost of Tsushima. Wo ich einfach so sag so, ja, mehr davon. Unbedingt mehr davon. Das hätte ich gern noch mehr und noch mehr. Zwar nicht komplett übertrieben, sondern so in einer angenehmen Dosis, wo du sagst, okay, ja, passt, spiele ich mich gern damit. Finde ich persönlich. Fand ich wirklich grandios. So welche Kleinigkeiten? Ja, zum Beispiel, dass du auch wieder so eine Art Tempel kriegst, was du wieder anbeten kannst und alles drum und dran, ist natürlich auch wieder wichtig, gehört auch wieder dazu. Aber was mir halt wirklich hauptsächlich am wichtigsten ist, und ich rede schon die ganze Zeit um einen heißen Brei. Ich will einfach wieder dieses Assassinen-Feeling kriegen. Füchse? Geil, muss aber nicht sein. Weil das fühlt sich dann wieder ein bisschen zu sehr nach Kopie an. Weißt du, was ich meine? Da hast du dann wieder so eine Art schlechten Ruf. Da machen sie wieder so Fotos und alles drum und dran, so Screenshots. Ah, Assassin's Creed ist nur eine reine Kopie. Da muss man wieder ein bisschen aufpassen. Da muss man dann vielleicht wieder ein bisschen aufpassen. Die sind dann wieder so extrem, die Spielerschaft, beziehungsweise die Kritiker sagen dann auch selbst dann, ah, das ist nur eine reine Kopie oder irgendwas. Vielleicht, dass man da in der Hinsicht dann doch was anderes vielleicht nehmen könnte. Vielleicht nicht Füchse oder sonst was. Oder dass du so eine Art Begleitersystem, ja, so ganz vorsichtig einmal dazu gesagt, so dass du wenigstens sagst, okay, du hast so einen kleinen Begleiter oder irgendwas, so eine Art Fuchs oder eine Katze oder irgendwas, würde ich schon geil finden, die was dir dann vielleicht quasi 10% mehr von dem und von dem noch zusätzlich geben können. Weißt du, was ich meine? Dass du mehr Schaden machen kannst, mehr das, mehr das, mehr das. So, sind so Kleinigkeiten, die würde ich schon ein bisschen bevorzugen. Die würde ich schon feiern. Die würde ich schon extrem feiern.